Januar bis nach dem Urlaub. Und heute, nachdem wir unser Haus auf Vordermann gebracht haben, ist das Wohnmobil dran. Ne, wie ihr seht, hier unten schön alles voll. Ein Fliegenfriedhof. Oben kann man noch besser sehen, wenn man näher rangeht. Alles voll Fliegen. Und hier an der Seite, auch der Dreck von 3 Wochen. Ja, Nanoveredelung verspricht uns, dass wir ein versiegeltes Wohnmobil mit 2 Mikrofasertüchern und destilliertem Wasser sauber bekommen. Wie es funktioniert, zeige ich euch gleich. Und wenn ihr Interesse an einer Keramikversiegelung habt, vom 5.5. bis zum 8.5. findet in Goch auf dem Wohnmobilstellplatz Friedensplatz ein Treffen von Ausstellern statt. Da könnt ihr euch informieren, was kostet, wie es funktioniert und. Wir selber sind noch im Treffen natürlich auch dabei. Es werden noch andere Aussteller dabei sein aus anderen Bereichen. Und ja, ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Ja, Freunde, was wird benötigt? Also, erstmal braucht ihr eine Leiter für oben aufs Dach, weil das wollen wir heute mit reinigen. Dann benötigen wir ja für unten das Chassis einen Hochdruckreiniger. Zumindest mache ich das so. Ihr benötigt einen Eimer, destilliertes Wasser und 2 Mikrofasertücher. Ein kleiner Tipp noch, destilliertes Wasser bekommt man kostenlos ohne Probleme aus einem Trockner. Nachdem wir jetzt mit dem Hochdruckreiniger fertig sind, haben wir den auch direkt wieder in die Garage geräumt, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ja, unten das Chassis haben wir abgesprüht. Jetzt geht's ans Dach. Ja, zum Dach gibt es Folgendes zu sagen. Da gehen die Meinungen auch auseinander. Dach betreten, Dach besser nicht betreten. Ich habe mich dafür entschieden, das Dach zu betreten. Dazu habe ich mir im Baumarkt hier so zwei Platten besorgt hier. Ich denke, das ist Styrodur, weiß ich gar nicht. Und ja, damit das Gewicht besser verteilt wird oben auf dem Dach. Und ich halte es halt so, ich gehe halt aufs Dach drauf. Die Leiter steht, hier werde ich auf Wohnmobil gehen. Ich habe hinter die Leiter, sieht man das da oben, auch aus dem Baumarkt, ja, Isoliermaterial für Rohre, damit es keine Kratzer gibt. Habe ich mir das um die Leiter gemacht und werde jetzt hier hochgehen, vorher mein destilliertes Wasser und meine 2 Mikrofasertücher mitnehmen und wir sehen uns gleich auf dem Dach. Ja, wie ihr seht, hat das Dach ist wirklich mal nötig. Ich habe hier meine Platten liegen, einen Eimer mit dem destillierten Wasser und ich werde wie immer vorne anfangen und mich nach hinten durcharbeiten. Ja, Freunde, ich habe mich jetzt nach vorne gekämpft und fange mit der Hutze an, die zu reinigen. Dann gehe ich über die Solarfelder, über die große Dachluke bis nach hinten. Ja, ärgerlich ist, dass heute ein bisschen was Wind ist. Das macht die Sache ein bisschen was schwerer hier oben. Ja, Freunde, das Dach ist erledigt. Na, guckt mal, kann sich doch sehen lassen, oder? War jetzt wirklich ein Kinderspiel. Wenn man nochmal guckt, mit so viel destilliertem Wasser habe ich das ganze Dach geputzt. Das sieht natürlich jetzt auch dementsprechend aus. Seht ihr, was da runtergekommen ist. Ich war jetzt mal so frei und habe das Arbeitsgerät getauscht, sprich die große gegen die kleine Leiter. Die reicht mir nämlich für außenrum, ne? Dach muss ja keiner mehr hoch. Hab mir 2 frische Mikrofasertücher genommen und man sehe und staune, einmal neues Wasser. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie einfach ihr euer Wohnmobil reinigen könnt. Das machen wir dann einmal komplett außenrum und ich hole euch dann, wenn wir vorne am Fliegenfriedhof sind, wieder dazu. Ja, Freunde, für mich stellt es sich wirklich als Problem dar, auf der Leiter zu filmen. Aber ich hoffe, man sieht das. Ne? Einfach mal hier über den groben Schmutz ganz leicht drüber. Ne, mit dem feuchten Tuch.
Das war's schon. Ne? Guck mal hier. Seht, was da runterkommt. Dann nehmt ihr euch das trockene Tuch und wischt das einfach trocken. Ne, wie hier, hartnäckiger Schmutz geht dann auch im Normalfall ganz leicht weg. So. Und das war's schon. Ja, hier ist noch ein bisschen. Wenn, dann wollen wir es ja auch vernünftig machen. Ich habe das Wohnmobil jetzt hinten soweit geputzt und habe hier unten extra nichts gemacht. Na, hier sieht man schön das Campers Feind Regenstreifen. Ja, und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, wofür so eine Versiegelung noch gut ist. Na, ihr nehmt euren nassen Lappen und einmal drüber und weg. Andere Seite das gleiche, einmal drüber und weg. So, jetzt machen wir hier mal alles. So, schön feuchten Lappen. Und dann einmal wieder trocken, wie gehabt. Und sauber. Jetzt zum Fliegenfriedhof, und zwar ihr seht hier auf dem Spiegel, da kleben mal so ein paar Fliegen von 300.000 Kilometer Urlaubsfahrt. Na, da oben ist auch so eine tolle Ecke, wo man besonders gut hinkommt, und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie das dank einer Versiegelung ja so leicht von Hand geht. Ja, was kann man eigentlich alles versiegeln? Ja, prinzipiell kann man alles versiegeln, sprich Kunststoff, Acryl, Glas, Stoff, alles was am Wohnmobil oder am PKW dran ist, kann man auch versiegeln. Wir haben innen alles versiegelt und außen alles versiegelt und haben es bis jetzt noch nicht bereut. Ja, besonders innen ist vom Vorteil, wenn man sich das Bad oder die Küche versiegeln lässt, ne, wegen Fettspritzern oder überhaupt wegen Spritzern im Bad, wegen Wasserspritzern. Von außen ist von Vorteil, ihr wisst selber, die Spiegel sind so ein bisschen was rau und durch die Versiegelung sind die dann schön glatt und lassen sich leichter reinigen. Die Scheiben sind versiegelt und die Acrylfenster ebenso. Ne, wird natürlich dann das Reinigen ohne irgendwelche Reiniger ja möglich macht. Oh, jetzt werde ich als erstes mal euch das am Spiegel demonstrieren. Im Prinzip einfach nur leicht drüber mit einem nassen Lappen. Ne, wie gehabt. Ihr seht schon, der grobe Schmutz verschwindet. Ja, hoffbar. Na, ob was seht. So, nochmal. Das war jetzt wirklich nur ganz leicht mal drüber. Und dann nehmen wir uns unser Trockentuch, reinigen mal oder trocknen das Ganze einmal. Na, ihr seht, wie schön oder wie einfach das von Hand geht. Hier ist noch ein bisschen was grober Schmutz. Der dürfte aber beim zweiten Reinigungsgang auch verschwunden sein. Na? So einfach geht das bei einem rauen Spiegel. Und der Vorteil an der Versiegelung ist natürlich auch, das Kunststoff verblasst euch nicht. Und genauso funktioniert es am Glas im Spiegel. Einfach nass drüber. So, einmal oben, einmal unten. Und dann nehmt euch wieder euer Trockentuch. So, und das war's schon. Wie gesagt, ist für mich jetzt alles ein bisschen was schwerer, weil ich es mit einer Hand filme. Ich habe hier mal einen Vorher-Nachher-Effekt. Also im Prinzip ist das nachher. Und so sieht es dann vorher aus. Hier habt ihr den ganzen schönen Fliegendreck noch drauf.
und die andere Seite ist halt sauber. Das ist halt ein bisschen was tricky, ne? Ihr seht hier den ganzen Schmutz. Und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich wische das einfach nur runter. Na, ein großer Teil geht schon weg, ihr seht das hier. Da. Aber unterm Strich ist es natürlich besser, man weicht dort erstmal alles ein bisschen was ein. So. Und dann lässt es sich dann auch einigermaßen leicht abwaschen. Ist wirklich eine blöde Stelle. Aber ja, da müssen wir durch. Nachdem wir das jetzt ein bisschen was eingesetzt haben, beziehungsweise eingeweicht haben, nass, gehen wir dann mit unserem Trockentuch drüber. Und ihr seht, der Dreck verschwindet. Ja. Jetzt machen wir nur noch mal so ein bisschen den letzten Feinschliff. Ja, und an der kompletten Front gehen wir mal gleich vor. Erst ein bisschen einweichen und dann abwischen. Freunde, der Snowman macht seinen Namen wieder alle Ehre. Er glänzt wieder. Das war der Spiegel. Und ja, das alles nur mit einer Versiegelung und zwei Mikrofasertüchern und destilliertem Wasser. Na, ihr könnt mal gucken hier. Und wenn es euch auch interessiert und ihr nähere Infos haben wollt, kommt doch einfach nach Goch zum Wohnmobilstellplatz am 5. bis 8.5. Da findet eine Messe statt. Ich habe es bereits erwähnt, wo ihr euch über dies oder andere Sachen informieren könnt. Ja, noch eins in eigener Sache. Es wäre schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Lasst einen Daumen da. Wir sehen uns unterwegs. Macht's gut, euer Marco. Ciao.